Kanal K. Herzlich willkommen zu 3 Stunden taktlos Metal auf Radio Kanal K Rockstation und auf unserem YouTube-Kanal. Ihr habt richtig gehört, wir machen 3 Stunden, nachdem wir in der letzten Sendung eine normale Sendung gemacht und dann eine improvisierte, haben wir diesmal 3 Bands, quasi Nachzügler dabei, und zwar gehört der 3 Folge jetzt, ist in der ersten Stunde Dreadful bei mir zu Gast, in der zweiten Stunde Smoke and Flame und in der dritten Stunde Black Diamonds, all die 3 Bands mit einem neuen Album, all die 3 Bands im Rock-Hard-Rock-Bereich unterwegs und ja, 3 Stunden Vollgas, sagen wir so. Und bei uns jetzt in der ersten Stunde Dreadful aus dem Muttital. Bei uns ist der Jonas, der Marcel und der Andi. Hallo zusammen. Hallo. Ihr sind das 5. Gleich 3 Personen hier eingeschafft. Freut mich. Der weite Weg aus dem Tal raus. Ja, freut mich auch. Danke. Ihr habt im Frühling, März, haben das neue Album rausgebracht, Soulmates. Genau, ja. Das ist der Schwerpunkt von unserer Sendung. Wir hören sicher auch etwas älter sein. Und wir fangen an mit dem Motto von eigentlich der nächsten 3 Stunden, One Hell of a Ride. Ich hoffe einfach, dass es um das geht. Und sonst, ja, meine Hörer können Englisch, die können jetzt zulassen, ob der Moderator wieder ein Seich erzählt. Die nächsten 3 Stunden nicht nur ein Seich erzählt, der Roger Wettli.
hört Taktlos Metal auf Radiokanal K Rockstation auf unserem YouTube-Kanal mit Dreadful, aus Muttital mit ihrem neuen Album Soulmates und dem Song One Hell of a Ride. Heisst übersetzt eigentlich Hure Hölle von Ritt. Hure schlechte Übersetzung, egal. Ein Höllenritt, genau. Ja. Euch gibt es seit 15 Jahren. Was für ein Höllenritt ist das für euch gewesen? Ja, recht ein Hüllerit. Manchmal ist durch die Hülle durch. Nein, viel zusammen erlebt. Ja. Wo wir angefangen haben, sind wir schon noch nicht einmal 20 gewesen und seitdem mit 100 Konzerten gespielt und jetzt schon das vierte Album und ja, zusammen der Höhe und Tiefe durchgegangen. Und immer noch Soulmates, darum kommt der Name von dem Album. Also nie Besetzungswechsel gehabt, immer noch in der ursprünglichen Besetzung? Also seit einem Besetzungswechsel haben wir gehabt. Der ist gerade nach der ersten CD, die wir aufgenommen haben, und dann hat es den Wechsel gegeben. Das war dann Ende 12, Anfang 13, gewesen, oder? Und seitdem sind immer die gleichen, ja. Also ein Wechsel. Der Bassist ist nicht ganz original, aber auch schon seit 13 Jahren dabei. Ja. Jetzt haben wir in 13 Jahren 4 Alben rausgebracht. Ist extrem intensiv. Haben wir einfach Wellen, oder haben wir genug Lieder gehabt? Nein, wir haben einfach, ja, wir mussten uns immer ein fordern oder ja, etwas müssen machen, sonst wäre es zu langweilig geworden. Es ist eigentlich eh anders gewesen. Eigentlich sind wir eher ein bisschen faul, aber wir haben alle, um unsere eigene Faulheit zu überwinden, haben wir einfach das Studio gebucht, wo wir noch gar keine Songs hatten. Und haben gewusst, da ist der Studiotermin, da müssen wir liefern. Dann haben wir halt auf einen Song geschrieben und also wir mussten uns selber Ziel geben, damit wir aktiv geworden sind. Ja, genau. Jetzt Muttital, mit dort einen Bandwechsel, stelle ich mir relativ einfach vor. Ich weiss, es gibt dort ein Dreieck, wo, glaub, Infinitas, Pollution und andere proben. Ja, genau, die proben wir auch in dem Dreieck. Also dort Bandwechsel, also ihr könntet eigentlich easy Leute austauschen innerhalb von der Bands. Ist nie ein Thema. Oder einfach als Aushilfe zum Teil. Nein, das ist bei uns eigentlich nicht ein Thema. Weil wir eben, wir sind einfach wir, machen jetzt schon so lange miteinander Musik und wenn jetzt jemand nicht kann, dann gehen wir eigentlich nicht mehr. Es sind schon Fragen gewesen, oder dass man Anfragen gehabt hat und dann hat jemand nicht können, dann hat man das schon im Kopf gehabt. Aber dann mussten eigentlich immer alle sagen, nein, entweder gehen wir und wenn nicht mehr komplett sind, können wir das nicht irgendwie mit jemandem ersetzen. Also Redful ist die Besetzung in dem Sinn. Ja. Genau. Also wir haben auch schon mit Gastmusiker oder Gastsängerin oder das hat es auch schon gegeben, dass es eine Ergänzung gegeben hat, aber wir in unserer Besetzung, wir fünf sind immer. Sonst gehen wir nicht spielen. Aber bis jetzt war es immer so gewesen. Er hat gesagt, er hatte gute Zeiten, keine schlechte Zeiten. Was war das Beispiel für eine schlechte Zeit? Ihr das Konzert, das er müssen absagen oder? Ja, das ist etwa das wenig Schlimmste. Nein. Ja, das Schlimmste war letztes Jahr gewesen. Haben wir zum Beispiel, darum steht es auf der neuen CD, From the Highest High to the Lowest Lows, haben wir das Gaswerk Seewe ausverkauftes Konzert und 2 Tage später ist mein Vater gestorben. Also das ist sicher der Tiefpunkt, also eben vom Höhepunkt 2 Tage später zum Tiefpunkt. Also das 2 Tage vorher noch gefeiert, Leben ist super, es kann nur noch besser werden. Genau, ja. Und so schnell kann es gehen, oder? Das ist, darum ist eben höchst und tiefst innerhalb von 2 Tagen schon ein krasses Erlebnis gewesen. Ja. Als Soulmates haben dich die anderen unterstützt in dieser Zeit? Ja, definitiv. Eben der dritte Song, Memories Last Forever, handelt eben von dem Ereignis. Also. Dann machen wir die Planänderung. Ich hätte zuerst etwas Altes spielen. Jetzt spielen wir die Memories of Last Forever. Wir spielen in der vollständigen Länge. Ich habe gesagt, es hat schon ein Radio gegeben, das gefunden hat, das Gitarre-Solo sei nicht so
ihres. Mhm. Wir spielen es inklusive Gitarre-Solo. Super, danke. Last forever.
Summer is Last Forever von The Dreadful, die hier im Studio sind bei uns. Die Jonas, der Marcel und der Andi. Ein Lied, das am Andi, seinem verstorbenen Vater, gewidmet ist. Musikalisch haben wir den Höhepunkt von den 3 Stunden erreicht. Ihr könnt heimgehen, könnt nein. sehr eindrücklich. wie er das Ganze, die Gefühle mit den Gitarren ausdrückt. Wird man da als Sänger neidisch auf Gitarristen? Ja, eigentlich schon. Weil es ist wirklich, also ich habe, es geht auch jetzt nur um den Tod, auch wenn der Gesang nicht dort ist. Also, es sind wirklich verdammt schöne Solos, die der Jonas gemacht hat. Und ich mache mal an der Probe wieder etwas, ein Kompliment. Er bringt es aber live auch so. Es ist wirklich, macht es super. Danke, Andi. Jetzt, ihr seid nach 2 Jahren, nach der Gründung, haben wir gesagt, sind ihr schon ins Studio gegangen, haben Aufnahmen gemacht. nein, ihr seid nicht ins Studio gegangen, haben sie zuhause aufgenommen. Also zuhause. Unser damaliger Proberaum war unter dem Dach von einer Schreinerei und mitten der Schrei, also durch den Proberaum durch, ist so ein 50 cm dickes Lüftungsrohr gegangen, das alle Stunde wieder angelassen hat und einen riesen Mais gemacht hat, und dort haben wir das Album aufgenommen. Das ist gut gewiss, die Heavy Metal nicht kennen. Wir machen ja zum Glück Rock, würde ich sagen, wo ist der Unterschied musikalisch? Aber er hat vorher, wo es darum ging, welches Lied wenn wir von der ersten CD spielen, und dann sind irgendwie 3-4 gekommen. Das heisst, trotz der Aufnahme, er steht nach wie vor zu diesen Liedern und spielt sie nach wie vor? Nein, live spielen wir sehr wenig. Mehr. Aber eine gute Erinnerung an dich. Ja, es ist ein cooles Zeitdokument an den Anfang von unserer Band, und die Songs sind so, wie wir da waren, sind sie nicht können, laut genug und hart genug und schnell genug gewesen, und es ist nur um Sex, Drugs und Rock'n'Roll gegangen in den Text. Ja, dann hören wir so als Kontrastprogramm dort, die wir haben, parat, nach langem Verhandeln Mama Sets an. Genau. We'll be right back.
Ihr hört Tuckless Metal auf Radio Kanal K Rockstation auf unserem YouTube-Kanal mit Dreadful da im Studio und dem neuen Album Soulmates. Bei uns der Jonas, der Marcel und der Andi da im Studio. Was ihr jetzt gehört habt, war vom ersten Album gewesen, von der Straight in Your Face. Könnt ihr gönnen. Wir haben eine vollständige Diskografie, kann man sagen, die man gönnen kann. Genau, 1 bis 2. Könnt ihr gönnen, indem wir mehr ein WhatsApp, SMS, was auch immer schreiben, Liebesbrief auf 079 320 71848. 079 320 71 48. Ich sage die Telefonnummer später nochmal. Nicht enttäuscht sein, wenn nicht gerade geantwortet wird. Alte Moderatoren müssen an einem Samstagabend genug für uns beten, damit zum Sonntag wieder am Hügel gehen. Also wie es ein Konzert sind und irgendwie mit anderen Bar hängen. Genau. Jetzt, ja, 3 Alben später von der Straight Into Your Face, Henry Soulmates, aufgenommen. Was war der grösste Unterschied gewesen? Das Geld. Er hat es aus dem Mal. Nein, also das letzte Album war schon das teuerste bis jetzt. Sind wir halt in ein gutes Studio. Und die erste haben wir halt selber in unserem Estrich aufgenommen. Sind ihr mit dem Ergebnis als zufriedener? Oder habt ihr vom Produzenten viel können lernen jetzt einmal? Definitiv. Einmal, vor allem ich jetzt als Sänger kann sagen, ich habe jeder Studio-Session etwas gelernt. Also, und wenn man genau anhört, hört man es auch. Also die erste Album, ja, habe ich ganz anders gesungen wieder bei der letzten. Und ich glaube, also, das ist schon auch ein Unterschied. Wie stark hat euer Produzent auch beim Songwriting Einfluss genommen? Also sind wir mit fertigen Liedern gekommen, ihr habt gewundert, stellen alles um, oder? Also wir haben ihn bewusst schon in unseren Proberaum eingeladen, wo wir die Songs schon relativ, also nur relativ frisch hatten und noch nicht so eingebrannt waren. Und bei den einen Songs hat er noch recht viel können dazu beitragen. Und bei den anderen Songs hat er gesagt, ja, da können wir nicht mehr viel hinzufügen, das sei gut, wie es ist. Das ist ja der Ralf Zünd. Das war unser Produzent. Wir haben auch in seinem Studio aufgenommen, das Gold auch. Straight to Tape. Studio. Ist der Vorteil gewesen, die Nähe zum Muttital? Wir haben auf Gold auch 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, das war sicher ein Grund gewesen. Ja, wir haben ihn schon gekannt, wir haben schon bei ihm etwas aufgenommen. Und er ist ein super Typ und sehr kompetent. Und eben, er weiss, was wir wollen und eben ist auch nöch und ja, entwickelt ein Top-Studio. Habt ihr eine Woche frei genommen oder habt ihr am Wochenende aufgenommen oder zu Abend? Wir haben es über Pfingsten oder wieder. Donnerstag, Freitag einfach auch frei genommen. Donnerstag sind wir einfach aufstellen, Soundcheck. Am Freitag hat es angefangen, Samstag, Sonntag, Montag und am Dienstag eigentlich so ziemlich fertig gemacht. Ja. Ich weiss nicht, ist eins gesagt, nein, ist auch alles. Nein, wir Ein Abend haben wir noch gebraucht für die Background-Vocals, für Memories Last Forever, aber sonst haben wir eigentlich alles in den 6 Tagen. Also sportlich 6 Lieder in 6 Tagen. Haben wir live aufgenommen, also alle zusammen gespielt, oder nacheinander? Ja, wir haben live aufgenommen. Wir nehmen eigentlich immer alles live auf. Also jedes Lied 10-mal gespielt oder 100-mal gespielt? Nein, meistens ist es der mit den 3 Takes haben wir eigentlich nie gemacht. Also wir haben mit den 3 Takes gemacht, aber meistens haben wir einen von den vorherigen. Stimmt, ist der gut gewesen, immer einer von den ersten 3 gewesen. Der zweite oder der dritte, vielfach noch, haben wir noch einen, zwei gemacht, aber man ist eigentlich noch immer auf den ersten, es sind immer besser gewesen. Frischer, oder? Ja. Also bewusst, damit es einigermaßen organisch live tönt. Also bewusst du live aufgenommen hast? Genau. Ja, wir haben da keinen Grund gesehen, wieso wir nicht live aufnehmen sollten, weil das ist Rock'n'Roll lebt doch von dem, dass ein bisschen das Zusammenspiel untereinander irgendwie lebt es mehr, wieder, wenn du jeden separat aufnimmst. Und darum haben wir das live gemacht. Ja. Also wäre es für euch komisch, eher zu Clicktracks und irgendein Schlagzeug zu spielen? Komisch. Ja, nein, es ist ja so, es ist anders zum
spielen, wenn es einfach gleich ist. Sagen jetzt einmal, wie schaust du, wenn alle miteinander tun, wieder, wenn... Also probe die auch so, nehme ich auch. Ja. Wir sind da völlig oldschool unterwegs. Ohne In-Ear, ohne Klick-Track, ohne Sampler. Gar nichts, nur wir. Ja, bereit haben wir Down to the Bone, bevor wir nochmal zum Vergleich etwas älter spielen. Down to the Bone vom neuen Album Soulmates. Let life be sad, let life be great. You have a lot of money, that's your fate. You can buy new things, others never can. You have nothing to gain, but so much pain. Rich people getting richer every day, but they didn't know the truth, there's nothing more to say. I gave you the advice. The way it is, I give it advice to change for peace, yeah. Rich kids' lifestyle, it ain't right. Not all of them got the luxury life. They are showing up with the great stuff. You really need to know that's just a bluff. He's a trouble man.
los Taktlos Metal auf Radio Kanal Rockstation YouTube mit einer Band, die durchaus noch etwas von Status Quo drin hat, bei dem Lied, das wir jetzt gehört haben. Sind jetzt Status Quo so ein Red Fool aus dem Muttital mit ihrem neuen Album Soulmates. Ihr habt jetzt aber gehört Troubleman vom zweiten Album Never Too Old, während Soulmates das vierte Album ist, genau. Richtig. Richtig. Alles. Ja. Dass man da nicht alles weiss. Das ist gut bei uns im Studio, der Jonas, der Marcel und der Andi. Nach drei Alben haben wir gefunden, wir machen demnächst etwas ganz anderes bei Soulmates, oder? Ja, nicht ganz etwas anderes, einfach ein bisschen, ja, man denkt, dass der Fächer ein bisschen breiter auftun, aber ganz etwas anderes ist es nicht. Wir sind immer noch dreadful, wir haben immer noch härter Rock, aber gell, jetzt sind wir alle 30, jetzt darf man auch ein bisschen softer ein Stückchen spielen, haben wir gedacht. Er hat ja die beiden Alben vorher in Luzern aufgenommen. Also die beiden vorderen Alben sind Never Too Old und A Damn Good Ride gewesen. Ich fand, er kommt wieder ein bisschen nahe auf Goldau. Ja, Luzern ist viel zu weit weg. Wir gehen wieder in die Nähe. Viel zu abgelegen. Es ist halt auch, aber ja, Goldau ist sicher auch, weil es nahe ist. Er ist also, super Typ. Wir haben eben zwei Singles haben wir vorher schon bei ihm aufgenommen, beim Ralf Zünd. Darum, er hat uns gekannt, eben, ja, man kennt aneinander und er hat uns da noch recht unterstützt. Und ich denke, das war dann sicher der Grund gewesen, dass wir noch das ganz nächste Album dort aufnehmen. Auf den vorgängigen Alben sind um die 10 Lieder drauf gewesen. Einmal haben wir 6 aufgenommen. Haben wir gefunden, ein gutes Album darf auch mal ein bisschen kürzer sein. Ja, wir haben gesagt, no fillers, just killers. Mehr Geld haben wir auch nicht gehabt. Das ist ein Stück. Es ist mehr um Geld gelegen. Und an der Zeit. Also ich fand, in dieser Zeit, Randy, haben wir nicht den Frühling auch noch ein Jubiläum gefeiert. Genau. Und ja, quasi genau im März haben wir Platten taufen und unser Jubiläum zusammen machen. Ich habe gefunden, das hätte eigentlich dazu gelangen, dass beides zusammenpasst. Ja, genau. Ja, wir hören ihr nochmal demal noch einiges neue Album, da kommt nachher nochmal dran. Wir kommen ins zweitletzte Album, haben wir Freebox. Ganz genau, Freebox One beraten. Bye.
Abschluss. Wir sind noch nicht am Ende von dieser Sendung. Wir sind, ja, vor 3 Stunden sind wir bei 42 Minuten. Schön. Bei uns im Studio Dreadful, der Jonas, Marcel und dem Andi. Und er hat gesagt, der Schluss, den wir jetzt gerade gehört haben, hätte er eigentlich ausfaden lassen. Ursprünglich. Ja, eigentlich wäre die Idee gewesen, ausfaden, aber irgendwie immer noch. Gut, Fund, das ist mal ein anderer Schluss. Einfach so, was ich ist. Ja. Wie schwierig ist der live zu spielen nachher noch? Das sehr der viel. Schluss. Der Schluss. Ja. Der haben, was haben wir jetzt? Live haben wir ausgefadet. Ja. Genau. Nein, wir sind einfach auf einen Punkt. Wir sind da schon auch mit dem Schluss ja wieder reingekommen. Also mit dem letzten Teil. Und da ist einfach abgemacht gewesen, 3 oder 4 Takte lang und danach ist er Hörer, ja. Ist fertig. Ja, es ist ja gleich recht viele Granos, die noch zusammenspielen. Aber er, ja gut, er sind seit langem zusammen, wir sind eingespielt. Ja, wir wissen, dass ich wieder ander tickt, musikalisch. Jetzt live, so wie ich es richtig verstehe, fühlt er euch vor allem als Liveband? Ja, ja. Definitiv. Darum macht man ja Musik. Oder? Eigentlich mehr als Live-Band, ja. Wieder als Studio-Band. Jetzt haben wir ja die Plattentaufe im März. Habt ihr live schon ein bisschen etwas reissen können? Oder kommen die Sachen auch auf die Webseite? Es sind nicht wahnsinnig viele Konzerte momentan aufgelistet. Aber ist etwas am Tun an der Live-Front? Ja, es ist da ein bisschen blöd gegangen. Man hätte eigentlich gerade nach der CD-Taufe wären gerade 3 Konzerte am Stück gewesen, wo man dann die Platte ein bisschen hat. Ich promotet hat und danach ist er Unfall gehabt, der Dario, der Rhythmusgitarrist, hat Unfall gehabt und da haben wir die 3 Konzerte alle müssen absagen. Und danach war dann nicht mehr so viel rum gewesen, da sind wir eigentlich unverhofft kurzfristig angefragt worden von der Medbar als Vorband von Kicking Valentino. Mhm. Das haben wir dann gerne angenommen. Ja, jetzt sind noch so eben 1-2 noch offen und danach schauen wir wieder weiter. Also, aber grundsätzlich, ihr seid bereit zum Spielen, euch kann man buchen. Ja, wir sind immer bereit. Letztes Mal, eben, wo wir in der Mate-Bar gespielt haben vor Kicking Valentino, haben sie es am Dienstag angerufen und am Freitag war das Konzert gewesen, und wir haben gesagt, ja, wir kommen mit, ist gut. Ja. Gerade jeder können vereinen. Ja, also es war Freitagabend, es ist ja der... ja, es muss gleich auch jederzeit sein, ja, sagen, ja. Ihr geht als Band und nicht anders. Manchmal geht bei uns kurzfristig, oder ja, haben wir jetzt gemerkt, geht eigentlich besser, weil manchmal sage ich mir Konzerte ab, ein halbes Jahr voraus und so fragen, weil halt einfach irgendjemand nicht rum ist. Und dass du gerade alle haben können, ist eigentlich ein halbes Wunder bei uns. Ja, eigentlich schon. Und es sind gerade 5 Personen, weil jeder hat sein Privatleben noch, jeder hat seinen Beruf. Ja, aber das ist noch schwierig. Und eben, wie wir vorhin gesagt haben, wir spielen miteinander, oder? Soulmates, da spielt man miteinander. Ja, und man ist wie ein Team. Klischee aufbewahren, die Kuh muss auch gemelkt sein am nächsten Morgen wieder. Genau. Genau. Ja, definitiv. Ja. Ja, Muttitaler Szene, die habt, da kennt man sich, nehme ich an. Auf jeden Fall, ja. Man geht da um den Rego los, wenn sie Konzert haben. Und sie kommen mit uns, das ist ja so ein Gern, das Name. Und jeder, ja, sowieso, jeder kennt jeden. Das ist nicht so ein grosses Dorf. Und die, die Musik machen, kennt man sowieso alle. Oder hat sicher schon mit ihnen zu tun gehabt. Oder man sieht sich im Ausgang an Konzert. Ja, man kennt sich gut, würde ich sagen, ja. Zusammen Konzert gehen, es sind ja doch ein paar im, sagen wir, Rock, Hardrock, Heavy-Metal-Bereich. Mal, das kommt zwischendurch etwa wieder einmal vor. Wie jetzt auch bei uns in der Plattentaufe haben da auch Head Pollution, wo auch vom Muttital ist, haben da dort gespielt, aber wir haben da so auch schon bei einer Plattentaufe dürfen spielen. Oder das Gaswerk-Konzert, das Amde angesprochen hat, der im März ausverkauft war, das war mit Bad Sinn zusammen, der auch vom Muttital ist. Und so gibt es das immer wieder. Das Bad Sinn Dreadful-Konzert am Gaswerk machen wir jetzt heuer wieder. Haben uns wieder angefragt, haben wir Freude gehabt. Probieren wir
der Schuppen wieder ausverkaufen im November. Hoffen wir es. Dann hören wir noch mal die zwei Lieder vom neuen Album. Dann haben wir nachher noch einen Anreiz, ja, die CD zu kaufen oder zu gewinnen. Wir hören die ganze Diskografie von vier Alben, wenn ihr mir ein SMS oder WhatsApp oder was auch immer schreibt, auf 079 320 7148. Die Quizfrage ist, was Käppli-Farbe ist vom... Wer ist das? Dario. Vom Dario, genau. Auf der CD, genau. Nein, sei, ihr könnt schreiben, aber ist gleich. Gut, das wäre jetzt eigentlich. Könnt ihr mal anschauen, wie das aussieht, genau. Und wir, vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir einen Täckli-Farbe sagen. Das Original, nicht die, die abgebildet ist, genau. Wir hören nochmal 10 Lieder vom neuen Album. Thank you.
Zeit rasen. Wir sind am Ende schon von der ersten Stunde von 3 Stunden Taktlos Metal auf Radiokanal K Rock Session auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben hier im Studio Dreadful mit Soulmates, vierten Album. Wir haben von jedem von diesen vier Alben jetzt etwas gehört. Bei uns im Studio der Jonas, der Marcel und der Andi. Die Alben kann man alle kaufen, oder? Eins alle vier Alben gönnt bei mir auf 079 320 71 48, 079 320 71 48. Das war das letzte Mal, als ich die Nummer gesagt habe. In dieser Stunde, die nächste Stunde fällt schon bald an. Wir haben noch weitere 2 Stunden für uns in der nächsten Stunde mit Smoke and Flame, mit dem neuen Album und mit den Black Diamonds aus der Ostschweiz. Aus, ja, mit dem neuen Album beides so im Bereich Hardrock, Sleaze-Rock anzusiedeln. Nicht so weit entfernt von dem, was ihr macht, Dreadful. Ja, Hardrock, der ja. Schritt ist noch da, aber geht. Sleaze hat es auch immer drin. Kann man machen, ja. Meistens sind die auch noch ein bisschen Country-Einflüsse und so weiter. Wenn ihr eine Stunde schlafen oder wie auch immer sonst etwas vorhabt, ob gut oder schlecht, ob sinnvoll oder nicht, egal, diese Sendung könnt ihr noch hören, und zwar auf YouTube. Zuerst aber noch, bevor ihr es auf YouTube tun, auf Rockstation.ch, auf Rockstation ein bisschen später als gewohnt, weil man das alles mit dem Privatleben muss koordinieren, und sobald es auf Rockstation gelaufen ist, läuft es auf YouTube als Stream. Genau, verabschiedet tut sich für diese Stunde der Roger Wettlitz. Die letzten Worte gehören meinen Gästen. Dreadful, was wollen wir in dieser Stunde unseren Gästen erzählen? Das Wort zum Sonntag. Genau. Nein, danke vielmals, dass wir hier da sein. Merci für die Einladung. Hat uns sehr gefreut. Hast du ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, hat Spass gemacht. Danke. Danke. Merci vielmals.